und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, wo können eigentlich. Könnt ihr hier hin? Mhm. Sicher? Das, das hier ist ein Verkaufsträger. Das ist ein Verkaufsträger. Das ist ein Verkaufsträger. Das ist ein Verkaufsträger. Für die Sachen. Hm. Aber so viel Fässer kriegen wir hier oben ja gar nicht drauf. Ich schieb die wieder rein. Ja, aber dann schmeiß er einfach rein und nicht auf mich drauf. So viele Fässer wie wir haben, das passt gar nicht. Sollen wir einen Motor ausmachen? Moment. Alter, was war das denn? Das war ein Backflip. Ein guter Backflip. So. Manchmal sind sie doof, weil man kann die gar nicht, man hebt die nicht so gerade. Also ne, bring's rein, weil sonst bleib ich da hängen. Wie viel hast du noch? 7. 7? Wenn ich 10 kann. Oder 6. Jetzt sind es, glaube ich. 16, 6. Also waren es vorher 7. Und das wird spannend. Ich habe nämlich jetzt schon keinen Platz mehr. Bin jetzt schon in der zweiten Reihe. Oder ist es egal, wo was auf welchem Trigger steht? Ist doch eigentlich egal. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist alles Verkaufsträger für die Sachen. Okay. Ja, Kartoffeln haben wir dieses Mal hier noch gar nicht. Vielleicht, werden wir damit dann auch irgendwann mal starten. Nee. Nur hier für einen Hofladen fände ich gar nicht mal so schlecht. Warum komme ich denn jetzt? Kannst du dann nochmal gucken in. Warte mal. Der eine Eierkarton. Nein, da ist das 120 drin. Willkommen im. Mädel! Sei leise. Ist voll. Ganz voll. Da steht nur ja. 120. Ich glaube, da gehen 125 rein. Ja, es ist zu. Okay. Ja, dann bring rüber. Sehr schön. Bin mal gespannt, was uns das. Alter, jetzt sind sie alle kaputt gegangen. Guck mal den Moose jetzt an. Guck mal, ich helfe dir tragen. Halt deinen Mund. Ich meine. Das ist Spritdruck. So, dann mache ich eben das mit Mist, wenn du keinen Bock hast. Wir wurden nichts davon erzählt, dass wir mit Mist fahren müssen. Also, du hast letzte Folge gesagt, ja, ich mache das mit dem Mist. Ich bring den Mist mit dem Gator an Tank dahin. Ja, der Alzheimer. Die Gülle. Ja. Die Gülle, das meine ich doch. Ja. Ist doch gleiche wie Mist, nur flüssig. Nö, jetzt sitze ich drin. Hehe. Okay, dann nicht. Du kannst dir eine andere Aufgabe suchen. Was gibt's noch? Schau. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich denn hier überhaupt Gülle herkriege. Das ist schlecht. Aus dem Teil hier. Ja, sieht so aus. Aber ich glaube, da geht gar keine Gülle rein.
Bist du sicher, dass da Gülle reingeht? Ja. Ja? Ja. Lass mich rein, bitte. Nö. Ich muss genau runterstehen. Rückwärts. Jetzt. Siehst du? Ajo. Funktioniert, ne? Ja, du kannst den Viehtransporter mal auf die Seite stellen. Weiß zwar noch nicht wohin, aber finde mal ein Plätzchen. Wo ist denn mein Fenster? Also Anhänger mit Dings ist voll. Ja, das würde ich dann mal abfahren, habe ich noch gar nicht gemacht. Das muss noch auf Eisen, glaube ich. Kommt drauf an. Nee, viel. Übrigens, das heißt Reifeisen. Also, habe ich doch gesagt. Nein, du sagst immer Raffeisen. Nein, ich sag immer Reifeisen. Oh, jetzt ist dieses Auto im Weg. Will einfach nicht zugeben, dass ich recht habe. Das habe ich gehört. Was? Ja, was? Hä, hey, lol, wie schnell geht denn die Produktion hier? Ja, schnell. Aber übelst. Ich versuche mich gerade für ein Kackauto zu befreien. Jetzt. Oh. Es gibt natürlich auch schönere Produktionen für Dünger, aber sind wir hier nicht dazugekommen. Ich fahre das jetzt runter. Ich habe gesagt, das würde gern ich machen. Ey, ja, der okay. Hört nichts, aber alles. Ich habe gesagt, du sollst hier den Dinger wegräumen. Ich stell dir auch schon ein Fahrzeug hin. Ich war schon mit Pfändchen. Nee, ich hab dir schon was parat gestellt. Ich will kein John Deere World. Wow, es ist nicht dein Ernst. Was denn? Willst du doch nicht schon. Willst du vielleicht doch John Deere fahren? Nee. Wo muss es jetzt hin? Was hast du gesagt? Warte mal. Viehhändler. Wie viel gibt's? 3,5. Gut, ist aber schlecht. Können wir schon schlafen? Nee, gell? Nein. Aber ich würde trotzdem warten bis morgen. 3,5 ist wirklich schlecht. Da verlieren wir 2000. Wenn es wenigstens 4 oder 4,5 wären. Muss sagen, der fährt richtig profihaft. So, fahr mal gerade noch das Stroh hoch zu den Kühen und hofft, dass der Anhänger dann frei ist. Was soll ich dann machen? Was hatte ich gerade im Kopf? Ich weiß es manchmal wenig, aber Anhänger hast du weg. Ich wollte eigentlich den Dünger oben rausnehmen. Was hast du gesagt? Mein Internet war gerade am Arsch. Dünger rausnehmen und Big Packs herstellen. Mhm. Ich muss nur kurz den Akkuliner leer machen. Where's the agro liner?
erste Erkeliner. Der erste. Da ist er. Sag doch, ich muss den leer machen. Das habe ich nicht. Machst du Stroh an? Internet. Mache du Stroh. Vielleicht jetzt immer mehr. Okay, dann mache ich das selber. Jetzt geht's wieder. Was hast du gesagt? Mach mal das Strohding an. Bitte. Danke. Dann fahre ich auf jeden Fall schon mal. Achso, nee, warte. Das ist ja doof, wenn ich da jetzt zum Viehhändler fahre und morgen muss ich das Zeug woanders hinbringen. Außerdem kommst du dann nicht mehr aus dem Viehhändler raus. Ich hätte natürlich vor dem Tor gewartet. Aber nun ja. Ich geh mal gerade gucken, ab wann wir schlafen können. Weiß nicht, ob 17 oder 19 oder 20 Uhr ist. Ich glaube so 19:30. Noch nicht. Aber in 5 Minuten gibt es das große Geld, ey. Ich bin gespannt. Was denkst du, wie viel kommt raus? Oh, ach so. Ich sage 30.000. Ich sag's 55. 50? Du hast 30.000 gesagt. Ja. Also, ich sage, es kommen 55.000 raus. Okay. Langsam. Ist es breit eingestellt, nicht auf Ding? Was? Nur? Ich war näher dran. Was kriege ich jetzt? Nix. Hä? So wenig? Warum? Wir hatten... Du hast 7 Fässer gesagt, da hatte ich 6 stehen. Das kann nicht sein. Warte. Wir hatten 7 und 6 sind 13 Fässer. Geteilt durch 4 sind 3000 Liter. 3000 Liter, Dingensgut. Butter. Allein 3000 Liter Butter würden schon über 30.000 geben. Das sind 250 Liter Teile. Ja, aber ich habe ja geteilt durch 4 gemacht. Mhm. Verstehst du? Dann hast du, 3,2 irgendwas. Hol mal den Frontlader. Jo, wollte ich gerade machen. Mit dem Ding. Big Lifter. Also eigentlich hätte da mehr rauskommen müssen, aus meiner Rechnung. Das Spiel wird es schon korrekt gemacht haben. Nee, eben nicht. Du meinst, das Spiel lügt oder was? Die haben uns um Geld beschissen. Als ob die korrekt. Alter, kannst du mal da reingehen? Als ob die das korrekt machen. Die bescheißen uns hinten und vorn. Ja, weil wir den Auftrag bescheißen wollten. Ja, bestimmt. Solche Arschlöcher, ey. Sagt mal nicht. Ja, nicht mal bescheißen darf man hier im Spiel. Wow, es ist so ein Satz. Noch nicht mal darf man hier bescheißen. Ja, ich stelle den Dünger hier hin. Also, warte. Wo ist denn der? Oh.
würde gern einen Pack mal richtig greifen. Geh mal raus da bitte. Danke. So, Freunde. Dünger stellen wir jetzt auch selber her. Was uns noch fehlt, ist Kalk. Ah, das kostet auch schon wieder 250.000. 225.000. Werden wir aber mit Sicherheit auch noch machen. In zugegebener Zeit. Weil dann müssen wir nichts mehr kaufen. Und Kalkherstellung ist ja richtig einfach. Weil da musst du ja nur Wasser reinballern. Oder Diesel auch. Diesel auch. Oh. Nee. Doch. Oh. Fahr mal das Förderband noch dran. Da ist noch ein bisschen Zeug drauf. 8000 Liter kann der Trichter fassen. So. Ist das Band leer? Ja. Ich sehe da vorne noch so eine weiße Kante, deshalb überlege ich gerade was. So, letztes Big Pack, Dünger und dann sind wir auch fertig für heute. Fertig? Mhm. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao. Ciao.